Hirnbomben. Wir brauchen Hirnpilze. Am liebsten immer noch auf der Müllhalde. Und dann hole ich Fäule. Genau, Fäule-Suppe machen wir auch noch, damit wir zumindest ein bisschen was haben. Und dann holen wir uns Rayleigh. Und dann ist AP sowieso nicht mehr das größte Thema. Oh ja, stimmt. Ich sehe es hier gerade. Ich soll... Ein Aussteller soll ich bauen zum Kartensammeln. Wir können jetzt hier Karten sammeln. Das steht auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Da steht großes Schild bauen. Ende Season. Grüße Vergangenheits-Leo. Score Booster Level 25. Western Event Location. Kartenaussteller. Kostet das Angelegenheiten. Oh, müssen wir auch noch spielen. Und Solarrüstung. Aber das war noch, bevor die Season zu Ende war, weil wir gerade den Kram frisch gekauft haben. Hirnpilze. Nur ein paar, ne? Nur ein ganz klein bisschen. Boom. Ja, auf den Kopf, Mensch. Und schon ist sie blind. Aber hey, ne? Es hieß, entweder sie oder wir. Und ich habe mich für uns entschieden, natürlich. Zack. Die Rübe, Mensch. Fake explodiert. Sammelloadout. Könnte noch irgendwo eine rumschlawenzeln. Ach, die war auch Legendary auch noch. Die Scheine können wir gut gebrauchen. Finde ich ganz gut, dass jetzt die neuen Legendary-Waffen auf der linken Seite auftauchen. Schön klein. Ist einfach mal so ein bisschen dezenter. Wir haben genug, Mensch, wir haben mehr als genug Fäule. Fäule hier beim ASMR-Lager. Haben sie jetzt nicht. Ist das kaputt? Haben sie das wegbombardiert? Kriege ich da keine Fäule? Wo war mein ASMR? Ah, okay. Könnte gut gehen, könnte aber auch schief gehen. Wir könnten hier aber auch noch gleich Fluxe sammeln gehen. Mit einer Powerrüstung und ein bisschen mehr Karenz in Sachen Radioaktivität. Meine Güte, wie episch das aussieht. Da ist das Epizentrum, ne? Glücklicherweise müssen wir erstmal hier lang. Im Sammelloadout. Ist aber auch sehr schön hier, ne? Fäule, Fäule, Fäule. Geht gleich hier oben los. Da hinten. Ich weiß gar nicht, wie viele Fäule wir brauchen. Ich glaube 10. Also 5. 5 Pilzcluster müssen in unserer Tasche verschwinden. 3. 4. Und last but not least 5. Und dann gehen wir mal checken, was wir da für Fluxe bekommen. So oder so. Wir können jedes Flux gut gebrauchen. Wir stellen dann, falls wir keine Muni für Fantastic herstellen können, stellen wir einfach ein paar Seren aus den Fluxen her. Na gut, dann rein in die Rüstung. Eine Cola gezischt. Eine Orange war das, ne? Ja. Und trotzdem so ein bisschen noch in Strahlen. Im Entstrahle, Loadout, hallo? Was soll denn das jetzt bitte? Habe ich keine verdünnten Redaways mehr? Doch, ist die 9. Ich drücke 9. Achso, weil ich auf ihn gucke gerade. Die Powerrüstung. Oh, okay, zack. Du kannst dich entstrahlen beim Einsteigen. Na los. Achso, die Vault Girl UI-Mod ist jetzt komplett, also nicht nur in der Light Edition, auf die aktuelle Patch-Version geupdatet worden. Deswegen wird sie auch unten links hier angezeigt, wenn irgendwas sich bei unserem Status verändert. Also hier die kleine Vault-Fee. Sie hier, genau. Die ist jetzt, ne, die ist jetzt auch da unten links richtig zu sehen. Was uns nicht der Fall ist. Aber jetzt erstmal Zoo, ne? Ich hätte natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit... Oh, das kann ich ja machen, ne? Aber ich habe keine... Ah, ich bräuchte eine Waffenwerkbank. Dann könnte ich noch ein bisschen Blähfliegenmunition herstellen. Und die restlichen Utensilien, das machen wir bei einem eventuellen zweiten Gang. Kümmern wir uns erstmal um die Fluxe. Komme, was wolle. Und wir haben die letzten 1000 Schuss für Klopperina angekratzt. Laufen wir richtig? Naja, so halt, ne? Man könnte sich natürlich jetzt auch rein teleportieren, aber das habe ich nicht vor. Ich würde gerne Schritt für Schritt ins Unheil. Ja, da kommt schon die rote Fäule, ne? Die hat sich auch farblich verändert. Ach du meine Nase, aber wirklich, Grellfäule. Das ist purpurrot. Soll mir recht sein. Wie gesagt, ich nehme alles mit. Oh, akustisch verändert sich jetzt hier viel. Rot, rot, rot. Das kann man sich ja fast merken, dass wir hier rote
rote, rohe Fluchse bekommen. Aber das ist schon zu spezifisch, diese Information. Spezifische Information präge ich mir ganz schlecht ein. Also mein Speicher ist da echt beschränkt für sowas. Aber hey, dafür gibt's ja einen Zettel. Oder Elli, hast du gehört, Elli? Rote, rohe Fluchse. Purpurrot. Hat sie notiert, sehr gut gemacht. Mit so einem kleinen Kugelschreiber und einer ganz kleinen Brille. Sie ist hier auch irgendwo meine Sekretärin. Gut, okay. Nehmen Sie alle mit. So oder so, wie gesagt, können wir alles gut gebrauchen. Gibt's das nur hier? Gibt's keine anderen Fluchse hier? Na dann die bitte. En masse. En masse, bis die Tasche platzt. Das ist jetzt was Gelbes noch. Aber davon gibt es viel zu wenig hier. Das lohnt sich eigentlich gar nicht mitzunehmen. Das vergammelt nur in der Tasche, richtig? Ich glaube schon. Konzentrieren wir uns auf das Rot und hoffen, dass wir damit 308er Muni herstellen können. Ultrazit Muni. Werden wir sehen. Werden wir alles sehen. Hey, lässt du mich mal vielleicht bitte hier rüber? Event Fallensteller betreten. In der Zone, genau. Wenn du gehst, bekommst du keine Belohnung. Das war nur aus Versehen, dass wir hier sind. Oh fei, jetzt kommen wir auch noch ein paar Floater. Rüber. Weggezimmert. Da kommt auch schon der nächste. Hey, 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 hey. Kaffee. Oh oh, oh oh. Schande. Ich bin nicht richtig blutig. Aber ich habe ja auch noch was Großes dabei. Ich habe ja auch noch was Großes dabei für große Gegner. Na, ich sehe sie kaum. Komm runter. Habe ich denn überhaupt genug Munition? Ja, sollte reichen. Oh, Spritze. Wow, Spritze. Alter Schwede. Es sollte ein ganz normaler Ausflug werden. Aber jetzt. Oh, Backe, ey. Ein Glück können wir noch rennen im schwere Waffen-Loadout. Aber funktioniert auch nur am besten, wenn... Ach ja, stimmt. Ihr habt ja den Kram dabei, ne? Teilweise. Also liegen lassen möchte ich ihn nicht. Wir sollten noch einiges davon haben, aber... Aber na ihr, ich möchte mich jetzt auch deswegen nicht fertig machen. Wir looten das gleich noch ab. Hey, hau doch nicht ab! Es hat doch gerade angefangen, Spaß zu machen. Nein. Öl, naja, Öl hätte man mitnehmen können. Blähfliege. Ganz ohne Aufsatz. Aber ohne Fluxmaterial. Fluxbastelmaterial. Jetzt. Aus der Luft. Lass uns doch hier nicht warten. Genau, komm runter. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Zumindest für uns. Boom, Schakalaka. Sie war auch noch legendär. Habe ich jetzt erst so richtig realisiert. Wir hatten noch weitere Gegner hier eliminiert gehabt. Ich mache einfach mal die Nahleichen-Loot-Funktion auf. Naffeln. Na gut, das Öl. Das andere Öl bitte auch. Und jetzt da drüben. Zeig mal bitte hier. So, was habt ihr denn in den Taschen? Kristallscherben. Oh Mann. Oh Mann. Naja, ist ja nicht so wild. Deswegen sind wir ja nicht hier. Davon sollten wir noch mehr als genug in der Kiste haben. Und nun weiter pflücken gehen, würde ich sagen. Rot. Wir setzen alles auf Rot. Alles auf eine Karte. Oh, hier könnten wir das schon umwandeln, wenn wir wollen. Aber da müsste ich aussteigen. Und hier ist ein Cap Stash. Eine Kiste hätten wir auch noch hier. Das ist mir zu gefährlich. Ja, irgendwo hier höre ich ihn. Da ist er. Boom, Schakalaka, müssen wir zufällig noch ein Schloss knacken. Ja, tatsächlich. Gut, dann machen wir das auch. Dich wollen wir knacken. Das kommt jetzt aktuell relativ häufig. Na. Gut, danke sehr, cool. Ich freue mich. Küchlein. Also würde ich nicht Nein zu sagen. Naja, better luck next time. Angefangene Fusionskerne. Also ich nehme die immer mit. Dafür habe ich auf jeden Fall Tragekapazitäten immer über.
Wenn du da einmal Mangel gehabt hast, dann siehst du das mit ganz anderen Augen. Das ist eine Erfahrung, die wünsche ich niemanden, aber sie war sehr wichtig. Sie hat mich geprägt. Seitdem ich hier Fallout 76 spiele, immer und immer wieder. So, gibt's denn noch mehr Kram zufällig? Köpfchen, Köpfchen, Köpfchen. So langsam sind wir auch wieder aktiv blutig. Fast schon nerdwütig. Gesund und sicher. Oh, das andere Event. Ja, natürlich. Und diesmal von Anfang an. Reicht ja, ne? Was wir da an rohe Fluxe rausgeholt haben, das sollte erstmal reichen. Aber ohne Rüstung, bitte. Da sind wir ein bisschen agiler. Und vielleicht auch perfekt angeblutet. Loadout, das ist Dreier-Loadout. Knarre ziehen. Essen, bitte. Flaschenkürbissuppe to the max. Wegen verjüngt, genau. Die Cola, naja, die trinken wir, wenn es losgeht. Aber blutig können wir schon vorher sein, wenn wir wollen. Sollten wir auf andere warten? Ich denke schon, ne? Das Event ist noch relativ frisch. Hirnbomben, können wir die jetzt schon herstellen? Ja, theoretisch können wir die schon herstellen. An dieser Kochstelle. Ist ja fast wie meine. Und wirklich, es wird langsam immer mehr mein Lieblingshut. Dieser Regenschirmhut, aber ich habe die Frage auch schon in den Kommentaren gehabt. Ich weiß nicht ganz genau, wann und wie ich den bekommen habe. Der Plan war dann irgendwann einfach da. Vielleicht kann uns das jemand nochmal in die Kommentare schreiben. Jemand, das wäre ganz toll. Tato-Saft. Naja, bevor die Tato schlecht wird. Hirnbombe, was fehlt denn? Was fehlt denn genau? Hirnbomben? Zuckerbomben. Okay, hätte sowieso alles nicht funktioniert. Dann nehmen wir die Hirnpilzsuppe. Und in 5 Minuten kriegen wir auch noch ein paar Cranberries. Da kommt bestimmt gleich einer, der das Event auslöst. Heute ohne Wackelkopfpuppen. Wirklich nur die Cranberries. Und dann ist gut. Dann ist gut. So. Euch ignorieren wir auch. Und wehe, ihr läuft uns hinterher. Wir brauchen ja nicht alle. Aber ganz schnell hier. Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann die auch alle in Ruhe lassen. Die Shenrot, die sind im Frühjahr. Ich glaube, das ist die Main-Erntezeit von Cranberries. Oh, ja, genau. Achso, oh, 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 oh. Oh, Pfadfinder. Wir sind ein Pfadfinder. Bei der Macht von Gravescarl. Das waren auch alles Pfadfinder. Ey, ey, ist doch gut. Meine Güte. So, weiter, weiter, weiter. Ich bin noch im richtigen Loadout. Ja, ich war die ganze Zeit im richtigen Loadout. Sonst doch irgendwo wäre was. Zucker, ich hoffe, wir haben genug Zucker. Und Wasser. Keine Wackelkopfpuppe. Zurück bitte zum Event. Wir brauchen nichts weiter. Und wenn wir keinen Zucker haben, machen wir das nach dem Event. Aber jetzt vor dem Event noch ein paar EPs rausdrücken. Das wäre nicht schlecht. Es hat immer noch keiner mit Vera gesprochen. So, die schnellste Kochtour aller Zeiten. Flop, flop, flop. Lampe an. Herstellungsloadout. Und nun Kochstation. Klappe die zweite. Mit Regenschirmhut. Limonade. Cranberry-Auflauf. Was fehlt denn? Habe ich im Garten. Nicht im Keller, habe ich im Garten. Na, dann ist ja gut. Dann eben die Fäulesuppe. Zack. Hirnpilzsuppe. Ja, komm. Mach ruhig. Ist okay. Lassen wir dann im schlimmsten Fall bei uns in der Tasche vergammeln. Wir sind in 2 Minuten mit Schnellreise wieder da gewesen. Ich glaube, die starten da schon, ne? Können wir... Ah! Ah! Nein, nein! Oh Gott, hat er mich vergiftet? Vergiften die hier ein? Ist ja echt übel. Okay, jetzt wurde sie bequatscht. Danach Cranberry-Soße. Hat die nächsthöhere Priorität. Und dann gucken wir mal, ne? Ich muss das Zeug natürlich jetzt auch noch nehmen. Haben wir schon. Fäulesuppe. Pumpelsuppe. Cola. Und allerlei. Das ist schön. Töte die Kreaturen. Machen wir von hier oben aus. Wir flitzen ein bisschen hier rum. Das ist das heilige Feuer, ne? Das ist der Flammenwerfer, den ich versaubatzelt habe. Sehr ungünstig. Hat eine sehr schöne Flammenfarbe.
Ich hatte das Ding schon im Trailer gesehen gehabt und ich hatte mich auch irgendwo instant in ihn verliebt gehabt. Aber naja, vielleicht sehen wir uns wieder irgendwann, ne? Wenn Gott will und das Schicksal. Hoffentlich hat uns... Das war die letzte Kreatur. Super gemacht. Repariere Strom. Oh, okay. Jetzt die Stromdinger, ne? Einfach reinfassen. Zack, zack, zack. Gut. Kaffee noch. Habe ich getrunken. Ich brauche mal wieder Heilmittel für unterwegs. Ansonsten Symptomatico. Kabel, Kabel, Kabel. Ach so, ah, jetzt verstehe ich. Die Kabel. Sie kommen alle aus der Mitte. Du musst nur gucken, wohin die Kabel führen. Da wäre das nächste. Da ist ein Computer. Hier ist noch. Ist das schon repariert worden? Kalim. Er hat auch nicht weiter angezeigt, richtig? Ich glaube nicht. Noch zwei. Oh doch, da. Tatsächlich. Er macht schon die hier. Unten drinnen, ne? Ich glaube, okay. Mach ruhig, ist okay. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Wolfsmann. Und nun kann die Party starten. Nochmal Kaffee rein. Und Ballisto Borg, vielleicht der letzte. Müssen wir neben der Cranberry-Soße auch uns zu Hause drum kümmern. Die werden immer schlimmer, die Kreaturen. Sind wir denn noch optimal blutig? Es fühlt sich nicht danach an. Na? Komm schon, jetzt! Bring den Bären um! Da hinten! Ein Flauter! Ist auch eine wilde Kreatur, wird auch davon angelockt. Ist da ein angefangener Fusionskern drinne? Ganz kurz gucken. Nein! Musste ich ganz kurz hier das Getümmel verlassen. Na? Was ist los hier? Und sie hackt hier die ganze Zeit. Vorsichtig, Honigbestie. Süß und tödlich zugleich. Was zum Teufel? Bereite dich auf die nächste Welle vor. Machen wir. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Schon ein bisschen Muni mitnehmen. Dann fällt das Loot nachher ein bisschen kürzer aus. Ja. Cool. Den wichtigen Kram haben wir eingesammelt. Und weiter. Wieder Kaffee rein. Lampe ist an. Check. Na? Na? Nein. Oh, es wird schlimmer. Gegner nähern sich. Naja, das wollen wir doch hoffen. Deswegen sind wir doch alle hier. Ah! Schande. Nein, nein, nein. So nicht. Und du lebst ja immer noch. Level 100, Mensch. Das hat sich total gelohnt mit den EP. Also zumindest aus der Hirnpilzsuppe. Die haben wir aber gegessen, ne? Ich glaube, die haben wir wirklich gegessen. Na. Da, Ratter. Glaube ich zumindest. Ne, warte, Kröte. Geht in die gleiche Richtung. Kröten sind die Ratten der Amphibien. Wahnsinniger Wolf. Weg damit. Er ist hingefallen. Er hätte sowieso nicht überlebt. Er konnte nicht mal richtig laufen. Wie lange wir sie noch im Schach halten. Oh, wow. Wo wollt der denn bitte hin? Na, weiter. Wo ist denn der dicke Wolf? Ich will mal von unten sehen. Nee, das hört sich schon wieder falsch an. Warum sage ich so oft falsche Sachen, wenn ich Fallout 76 spiele? Das sind die Spielendorphine. Die lassen mich oft Dinge sagen, die ich gar nicht so meine. Oder zumindest anders meine. Na? Und nu? Wo ist denn der dicke Kaffee wieder rein? Neuer Ballisto-Bock, wenn ich hab. Ja, noch ein Kaffee. Ist gerade so langweilig ohne Kaffee. Also, das Spiel ist toll. Ich mag die Season, ich mag die neuen Events. Ich hoffe, das geht ewig so weiter. Das wäre ganz cool. Ja, Punkt. Das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche, dass dieses Spiel niemals aufhört. Action, Mensch, das ist genau meine Action, ne? Meine schöne PvE-Action, die ich an Fallout immer gerne gemocht habe. Ich muss sagen, was den Action-Part angeht, ne, kannst ja die ganzen Bethesda Fallout sehr gut spielen, aber das ist hier mittlerweile mein Favorit. Ne? Also, ja, du hast auch viel Action, wenn du willst, in Fallout 4, aber so viel Action
hast du da nun mal nicht. Ja. Vor allem, wenn du willst, wiederkehrend in so einer schönen Actionschleife. Ich bin schon wieder auf Tor so eingestellt. Da hinten eine Kröte. Die Ratten der Amphibie. Na, na, weg, weg, Radialmenü. Spritze, spritze. Ich habe keine Stimps mehr. Ja, keine Stimpacks mehr. Ungünstig, sehr ungünstig. Und da ist auch der legendäre Gegner jetzt auch noch, der Boss. Alter Schwede. Passt du mal wieder auf Körper zu schießen? Das wäre ganz toll. Na, Spritze. Ich habe keine Spritze. Trink Cola, Leo. Schande. Es war so schön bis hierhin. Ich glaube, ich muss mal wieder auf die 7. Muss ich mir Nuka-Cola legen fürs Erste, bis wir wieder Stimpacks haben. Ja, Wahnsinn. Wow. So wenig Cola. Aber jetzt ist sowieso egal. Der Teufel erwartet auf uns. Töpfchen. Und Kaffee rein, bitte. Okay, wir waren beim Finale dabei. Wir haben viel, viel getötet. Aber wir sind leider auch gestorben. Warte mal, Sammlerausgaben von was? Irgendwas? Ich habe Atome bekommen. Durch eine Sammel-Challenge. Das wird ja immer besser. Blutbefleckt, 44er. Oh, warte. Oh, warte. Ja, alles cool. Schönes Event. Schön ausbalanciert. Und wären uns nicht die Stimpacks ausgegangen, dann, naja, dann hätten wir auch noch länger gelebt. Hast du zufällig ein paar Stimpacks dabei gehabt? Schande. Oh. Brühe und Würfel. Brühwürfel, sehr gut. Guter Name. Aber warum? Aber warum heißt dieses arme Wesen Brühwürfel? Hier noch eventuell ein bisschen Mun-Mun. Genau, wir machen jetzt einen kurzen Stopp im Camp. Holen Rayleigh aus der Kiste, kümmern uns um Cranberry-Soße. Und da war noch irgendwas anderes Drittes. Ach ja, stimmt. Verwandte Seele waren wir ja auch nicht mehr. Richtig, weil wir gestorben sind. Und die Krankheit können wir auch gleich mit dem Symptomaten entfernen. Oh, das wollte ich euch eigentlich wieder ersparen. Aber so schnell, wie wir jetzt hier drinnen sind, komme ich hier gar nicht auf die Pause-Taste von der Aufnahme. So, oh, okay. Ja, okay. Wir haben es gleich. Please hold the line. Ist das bei euch auch so? Oder liegt das daran, dass ich die Schwarzblende nahezu komplett weggemoddet habe mit einer kleinen Einstellung in der Fallout 76 Innie? Ist gut möglich, dass hier jetzt eigentlich eine längere Schwarzblende wäre, bis nahezu der ganze Kram steht. Und ich die weggemoddet habe. Das ist meine Vermutung. Okay. Ist heute tödliche Rüstungsdurchdringung? Nee, theoretisch nicht. Praktisch auch nicht, aber es ist eine Blitzy-Orbs. Uiuiuiuiuiuiui. Das wird noch super, aber nicht jetzt sofort. Ich wollte, genau, in den Symptomaten. Ich wollte mich von meiner Krankheit erholen. Wie schnell geht das? Du leidest an Fäule. Mhm, und du hast dich jetzt von der Fäule erholt. Und schon sind wir gesund. Also das Ding müsste ja eigentlich dann oben stehen. Aber ich gehe gerne in den Keller. Das ist meine kleine Männerhöhle. Ach so, genau, stimmt. Hier muss ich noch eine Feinänderung machen. Und zwar, ich kann es ja mal ganz kurz erklären. In der gestrigen Commentary-Aufnahme habe ich eine Daily Ops gespielt. Und das war eine tödliche Rüstungsdurchdringer-Ops. Und eine, die wir mit Nahkampfwaffen spielen mussten, weil die Gegner nur durch Nahkampfwaffen eliminiert werden konnten. Und deswegen war ich hier bei der Hantelbank. Und wenn ich hier mein Hanteltraining mache, dann steht er so ganz ungünstig auf dem Hula-Hoop-Reifen. Den müssen wir jetzt ein kleines Stückchen nach rechts bewegen, damit er quasi in der Mitte des Hula-Hoops steht. Und das machen wir jetzt noch ganz kurz. Deswegen habe ich ein bisschen schlecht geschlafen, weil ich wusste, dass das nicht ganz gerade ist. Okay, ja. Also es darf nicht komplett hier auf der Matte liegen. Aber wie gesagt, der Fuß, der soll vernünftig drinne sein. Oh shit, ey. Ich musste es ja auch anfassen, ne? Es war perfekt, so wie es war, ne? Don't touch a running system. Nee, das schwebt, ne? Ich nehme auch das andere Bein oder ein bisschen weiter hinten. Oh, come on, nein, jetzt ist das Ding weg. Ich, Soll ich dann zweiten einfach rauflegen? Haben wir so viel Budget? Schande. Das ist nicht cool. Das ist überhaupt nicht cool. Ziehe ich den jetzt auch damit gleichzeitig weg?
Nee, Gott sei Dank. Eine Sekunde. Das wieder bitte zurück. Und jetzt kriegen wir das nicht hin. Ich würde ja so lachen. Aber nein. Alles wird gut. Alles wird kontrai, ja. Ja. Das ist in Ordnung. Das können wir gelten lassen. Und nun die Stunde der Wahrheit. Wir müssen den Ring vor dem Drücken der Bautaste müssen wir noch sehen. Das können wir hier machen. Da ist ein kleiner Millimeter. Ich habe ihn gerade gesehen. Okay, es ist wieder so eine Baue, während du dich bewegst, Geschichte. Wie draußen mein Camp. Ansonsten wäre das niemals so nah an dem Bahnhof gegangen. Also, bewegen und eh. Es hat funktioniert. Er darf hier drüber liegen. Das finde ich in Ordnung. Aber das Beinchen, das soll in der Mitte verschwinden. Die Stunde der Wahrheit, meine Damen und Herren, liebe Ödländer. Auf jeden Fall, das ist es. Genau das wollte ich haben. Jetzt bräuchten wir eigentlich noch was zu schlürfen direkt bei der Einstrebe von der Bank. Aber ist okay. Nicht übertreiben, ne? Das machen wir am Ende der Season. Und so haben wir uns jetzt noch ein bisschen extra Stärke abgeholt. Priorität Nummer 1, Cranberry-Sauce. Achso, meine Maus ist immer noch sehr langsam eingestellt. Das mache ich, wenn es haarig wird beim Bauen. Dann stelle ich die DPI runter von der Maus. Wunderschön. Wunderschön.